Und hallo in der aussterbenden Stadt Ornett. Wir haben das Problem, dass wir keinerlei Nahrung haben, dafür zu viel Bevölkerung und niemanden, der auf den Feldern arbeiten möchte. Wir hatten vor kurzem eine Wikinger-Invasion und ich habe das Gefühl, dass wir dadurch ein kleines Problem haben. Wir brauchen noch mehr Wells für den Fall, dass wieder jemand kommt. Und zwar ist uns einfach die Nahrungsmittel. Also, wir haben einfach keine Nahrung mehr, weil die Wikinger einfach alles mitgenommen haben. Das war eher suboptimal. Ich meine, diese Wikinger hätten auch mal daran denken können, dass man das Ganze etwas nachhaltiger macht. Aber nein, das sind reingekommen, haben Brand geschotzt und alles mitgenommen und ja. Seitdem schwindet die Bevölkerung, weil sie ständig hungert und niemand ist zufrieden. Und ja gut, ich wäre auch nicht zufrieden, wenn ich hungern müsste. Aber ihr kennt die Straße brauchen wir, glaube ich, nicht. Da ist noch ein Feld im Bau. Wir haben 10 Leute, die irgendwas machen. Den hier würde ich gerne zumachen, aber offensichtlich ist ein Texturer immer dabei. So, den mache ich jetzt auch mal zu. Den mache ich zu. Den mache ich zu. Also, ich stelle mal. Ich mache so viele Gebäude zu wie möglich. Um einfach die Leute dazu zu bewegen. Das Ding ist auch zu, wunderbar. Auf den Feldern zu arbeiten, Nahrung ranzuschaffen. Wir haben immerhin 34 Jahre bis jetzt überlebt. Und ich fürchte, das hier wird die größtmögliche Ausbaustufe sein, die wir haben. Wir haben nur noch 10 Leute. Aber die sind. Da wird die Nahrung reingeschafft und dann direkt wieder weggeholt. Aber es arbeitet auch niemand auf den Feldern. Ich wünschte, es gäbe die Möglichkeit zu sagen, so, Leute, jetzt Felder, pack, mach mal. Stattdessen weiß ich nicht, wo die ganzen Leute arbeiten. Vermute mal, die gehen alle krank daheim rum und sagen, ich habe keinen Bock zu arbeiten. Soll der Staat mir doch nur Unterstützung zukommen lassen? Ja, die haben Zeug, die wollen noch Zeug, aber. Leute, ihr müsst nicht nur fördern, ihr müsst nicht nur fordern, ihr sollt auch fördern. Ja, die zweite Ernte, aber. Auch davon bleibt wieder nichts übrig. Jetzt sind nur noch 9 Leute. Wenn der Farmer stirbt, sind wir alle am Arsch. Our kingdom was unable to attract any new residents this year. The peasants are too unhappy. Wer hätte das erwartet? Die gehen ja auch nicht arbeiten. Arbeiten macht Freude. Oder so ähnlich. Ich weiß, das kann man nicht sagen, aber Entschuldigung. Es ist. Ah. Ich meine, ich habe ihnen schon den Steinbruch erlassen. Jetzt sollen sie zumindest mal auf die Felder gehen für ihr Essen was tun. Ich würde ihnen ja auch eine Konservenfabrik hinstellen, aber ich habe sowas nicht. Wir sind hier nicht bei Tropico. Jetzt sind sie noch 8. Wie kann man die Leute dazu bewegen, wieder was zu tun? Ich meine, den einen. Texara hier. Zwei Leute. So. Damit. Jetzt arbeitet hier wieder einer. Gut. Ich mach die auch mal weg. Vielleicht erinnern sie sich ja daran, dass sie da mal was machen können.
Und vielleicht muss ich den hier offen lassen. Damit sie das Stück zu Ende bauen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Und da kommt zumindest ein bisschen was Nahrung rein. Sire, it took too long to store harvests. Ja, the peasants are grew unhappy. Ja, ist okay. Verstehe ich ja. Machen wir den wieder auf. Vielleicht kriegen wir da ein paar Ressourcen dazu. Ich weiß es nicht. Das wäre natürlich auch eine Optim-Variante. So, ein paar Sachen machen wir jetzt aber auf. Mal gucken, was passiert. Vielleicht arbeiten die anderen auch mal. Oder auch nicht. Ja, da klauen sie den Farmern lieber das Essen direkt von der vom Feld, als dass sie selber was anbauen. Minus 43. ...63... sollte eigentlich irgendwann mal starten. Zum Glück kann er ein paar Mal pro Jahr arbeiten. So. Es ist ein Masterworker und überhaupt, das ist. Zum Glück funktioniert das ein bisschen. Ich warte jetzt noch mal ein paar Minuten, wenn es sich da nicht bessert, wenn wir zumindest nicht mal irgendjemanden dazugekommen haben oder wie auch immer, wenn sich da nicht irgendwas verbessert, muss ich mir sagen, war schön mit der Stadt, hat mir gefallen. Ich glaube, ich werde danach direkt noch mal eins anfangen, aber ich fürchte, ja, flat. Ich muss einfach irgendwas anderes machen, offensichtlich. Also, zumindest bauen sie das Ding, das ist auch gut. Ja, dummerweise ist der Farmer. Das ist logisch. Arbeitet keiner, da arbeitet keiner. Arbeitet immerhin einer. Wir können uns zumindest mal noch anschauen, wie die Mühle ausschaut. Ich zumindest, dass wir noch so weit kommen. Ich kann die Häuser eigentlich auch closen. Wir können sie nur demolischen. Minus 3, no churches or libraries available. Baut mehr churches und libraries, weil die sind wichtig, die brauchen wir unbedingt. Recent food shortage. Ah, oh, ist egal. Prioritäten und so.
Wir brauchen kein Essen, wir können uns erlesen, was wir hätten essen können. Schön. Na gut, jetzt muss er von da hinten das Zeug holen. Das dauert natürlich ewig. Arbeitet dann da jemand? Nee. Irgendwie überhaupt nicht. Moment, viel braucht es dann nicht mehr. Bisschen Nahrung wird hier rüber gesammelt. Schneller vorlaufen kann ich es leider auch nicht. Wir haben nur noch 7 Leute. Ich fürchte, der Arbeiter, der die Mühle zusammengebaut hat, ist gestorben. Schlimmer wäre es, wenn der Arbeiter wäre, der hier unten die und die einzige Nahrungsquelle bedient. Aber wir haben es zu einem Small Village geschafft. Das ist doch schon mal was. Wahrscheinlich einfach. Ich beende an dieser Stelle einfach mal die Aufnahme. Nach 45 Jahren dürfen die Leute, die hier gewohnt haben, einfach mal in Ruhe sterben. Weil was anderes tun sie gerade auch nicht mehr. Sie kommen nicht mehr aus ihrem Haus raus. Sie kommen, sie machen nichts mehr. Das finde ich sehr schade. Eigentlich hätte ich erwartet, dass die 7 Leute zumindest 2 oder 3 noch irgendjemand was macht und sich nicht einfach nach Hause zurückzieht und überhaupt nichts mehr macht. Von daher, ach, jetzt sind nur noch 6 Leute. Von daher bedanke ich mich fürs Zuschauen und dass ihr bei mir wart. Ich habe ein paar wertvolle Erfahrungen gesammelt, wie ich in diesem Spiel etwas tun kann und warum Wikinger böse sind. Also dann, gehabt euch wohl und seht wieder rein, wenn ich das nächste Kingdom Polyband erfahre. Danke sehr. Ciao.